Hallo, liebe Freunde des gepflegten Panzerfahrsports und willkommen zurück zu World of Tanks und gleichzeitig auch auf Wiedersehen oder naja, eigentlich auch nicht auf Wiedersehen, T32. Am gestrigen Samstag habe ich es dann endlich geschafft, dieses Fahrzeug durchzugrinden. Den M103 habe ich noch nicht gekauft. Ihr seht, ich habe 4 Millionen Credits, 3,6 kostet das Fahrzeug. Wenn man bedenkt, dass man auch noch ein bisschen Module und so braucht, dann ja, will ich mir heute am Sonntag noch ein bisschen Puffer, was Credits angeht, verdienen. Das werde ich dann vermutlich heute Abend machen. Aber in dem Video soll es ja nochmal so ein kleines Bye-Bye-Video werden für den T32. Ihr wisst, ich habe im Moment viele Reihen oder die Reihen, die ich gerade am Leveln bin ich eher unzufrieden. Das ist die Reihe vom T32, dann zum M103 bzw. zum T110E5, dem Tier 10 schweren Panzer der Amerikaner. Dann habe ich die Reihe von den Briten, wo ich gerade beim Centurion 7.1 hänge, wo ich ja auch ziemlich am Verzweifeln bin. Und ich habe auch noch die Reihe vom Conway, also den TDs der Briten, das ist der Tier 9er, wo ich auch nicht gerade sehr glücklich bin. Trotzdem möchte ich euch, bevor ich jetzt hier, oder besser gesagt, nachdem ich jetzt euch hier noch was, ein paar Worte zum Panzer gesagt habe, euch auch noch zwei Replays zeigen, wo es mit dem T32 mal ganz gut lief. Sind beides Top-Tier-Gefechte, also wir sind als 8er Top-Tier. Da kann man den T32 wirklich aggressiv spielen. Da haben die 7er bzw. die 6er dann doch Probleme mit der Panzerung des T32, denn es ist nicht nur der harte Turm, es ist auch die Wanne, die aufgrund ihres Winkels schon, wenn man so steht, an der Oberwanne schon ungefähr 180 mm hat. Und wenn man das winkelt, kommt man hier auch auf über 200 mm auch an der Wanne. Nur leider nützt einem das auf die meisten 8er, 9er und 10er erst recht nichts. Man muss also eigentlich immer versuchen, über dem Turm zu spielen. Das ist als Heavy-Panzer nicht auf jeder Karte möglich. Er ist nicht ganz unmobil, man kann ihn auch bei den Mediums mal spielen. Aber ich finde trotzdem, es ist irgendwie nicht so fluffig geil wie mit dem Vorgänger, dem T29. Liegt auch daran, das wisst ihr ja, dass der T32 die gleiche Kanone hat. Und da sind halt die 198 Pen so ein bisschen schwierig, gerade wenn man eben nicht Top-Tier ist, ist das als Heavy-Panzer gegen andere, vielleicht sogar 9er und 10er Heavys, wirklich problematisch. Und mit 245 Pen ist dann auch die APCR ganz okay, aber auch nicht gerade luxuriös ausgestattet. Dazu kommt auch, dass die Kanone, ihr seht es mit 0,41 Stock, nicht unbedingt die genaueste Kanone ist. Also es ist jetzt kein Vergleich mit einem Tiger 2 oder so, wo man dann auch vielleicht auf mittlere oder sogar auf größere Distanz die Weak Spots relativ gut noch treffen kann. Beim T32 ist es eher so, man muss relativ nah an den Gegner ran oder man muss halt ein weiches Ziel sich suchen, wo es dann einigermaßen egal ist, wo man trifft. Oder was man mit diesem Panzer halt dann doch relativ oft machen muss. Man sieht es auch in dem ersten Gefecht auf Pilzen. Man packt halt am Ende dann doch einfach die APCR aus. Und klar, damit macht man am Ende seinen Schaden. Aber es ist natürlich auch für die Porto-Kasse, also für die Credit-Kasse, nicht unbedingt förderlich. Ich weiß, dass es da draußen auch unter meinen Zuschauern einige gibt, die den T32 ganz cool finden. Ich habe mit ihm auch gute Gefechte gehabt. Wir werden es gleich, wie gesagt, sehen in zwei Runden, die ich mit ihm gestern noch gefahren bin, die richtig gut eigentlich waren. Man kann ihn auch als Top-Tier-Heavy richtig aggressiv dann spielen. Das werden wir auch gerade in der zweiten Runde sehen. Aber gerade wenn er nur Mid- oder vielleicht sogar Low-Tier ist, dann ja, wird es halt einfach irgendwie anstrengend, weil die Kanone halt dann doch einen das gerne mal trollt. Also ich habe schon einige Schüsse zum Beispiel auf ein Kettenrad von einem IS-7 gesetzt, wo der Schuss dann halt nicht ins Kettenrad geht, sondern er fliegt auf die obere Wanne und bounce, oder er fliegt auf den Turm und bounce, oder im schlimmsten Fall penetriert man dann halt, also die Bouncer penetrieren natürlich gar nicht. Wenn man dann das Kettenrad mal trifft, habe ich es auch schon des Häufigeren erlebt, dass man dann auch mit dem T32 das Kettenrad vom IS-7 nicht unbedingt penetriert, obwohl das eigentlich, wenn der IS-7 gewinkelt steht,
ein ganz guter Weak Spot ist. Aber nur so viel zu ein paar Beispielen. Ihr seht, die Mannschaft, so wie sie jetzt ist, ist gar nicht so schlecht. Die Waffenbrüder sind noch nicht fertig. Bei ihm hier beim Ladeschützen schon, aber der Rest ist da noch am Lernen. Ich werde die Mannschaft auf jeden Fall mit Gold dann auf den M103 umschulen und den T32 auf jeden Fall verkaufen. Ich habe mit dem keinen wirklichen Spaß gehabt. Ich glaube auch, dass wir dann genug bewegt Bildmaterial bei mir auf dem Kanal haben, dass der T32 für längere Zeit erstmal nicht im Video erscheinen muss. Wenn er irgendwann mal vielleicht einen Buff bekommen sollte, wovon ich jetzt irgendwie nicht ausgehe, weil der ist einfach normaler Durchschnitt, ich komme halt einfach noch nicht ganz so gut mit ihm klar, dann kommt er vielleicht nochmal in die Garage. Aber so wird es dann für heute erstmal auf längere Zeit das letzte Video, zumindest mit Gameplay von mir gespielt, vom T32 sein. Aber jetzt quatschen wir nicht weiter, haben schon wieder 5 Minuten hier verplappert. Wir springen mal ins erste Replay und schauen uns an, was ich auf Pilzen mit dem T32 angefangen habe. Da sind wir in der ersten Runde im T32. Wir sind auf Pilzen und wie ihr seht, wir haben eine Top-Tier-Runde bekommen. Und es ist ein sehr interessantes Setup. Ich bin der einzige Heavy bei uns. Die Gegner haben nur einen OI. Ich habe kurz überlegt, ob ich nicht auf die Medline, also auf die 8er, 9er, 0er Linie fahre. Habe mich dann aber trotzdem dazu entschieden, gerade weil auch einige von meinen Teammitgliedern Richtung Heavy Line fahren, dass ich sie dort unterstütze, weil sie natürlich höchstwahrscheinlich auf mich als Top-Tier Heavy oder als Top-Tier Fahrzeug zählen und ich wollte sie da jetzt nicht alleine lassen. Grundsätzlich ist es auch so, dass es nicht unbedingt eine Erfolgsgarantie ist, wenn ich jetzt, oder gewesen wäre, wenn ich jetzt auf die 8er, 9er, 0er Linie gefahren wäre, denn dort können wir zwar Hold-Down kämpfen, aber das ist auch das Problem vom T29. Snapshot geht hier leider vorbei. Das ist auch das Problem vom T29 oder halt von allen Fahrzeugen, die ja Hold-Down kämpfen, dass das meistens an Stellen passiert, wo sie nicht Arti-Safe stehen. Und dann haben wir hier eine GW Panther und eine 6er. Und das ist natürlich dann ein bisschen schwierig. Gun Depression 10 Grad, wir wissen das. Das ist relativ gut, aber in Zeiten eines Emil 1, der da mit 12 Grad daherkommt, ist das jetzt nicht unbedingt mehr weltmeisterlich. Es ist einfach gut, aber auch nicht mega gut. Der Ferdinand nimmt hier schon mal den T25-2 raus. Und wir können sogar mit der ersten AP-Granate den Ferdi da an der Wanne penetrieren. Trotzdem lade ich jetzt auf APCR. Die geht jetzt zwar in den AMX 1375 rein, weil der da gerade um die Ecke gekommen ist. Aber es hat ihm, glaube ich, genug Respekt verschafft, dass er hier erstmal keinen Bock mehr hat. So, und der Ferdi, ich sehe es, der wartet jetzt dort auf mich. Im Moment ist der völlig ohne Bedrängnis, der Ferdinand. Er kann sich also komplett auf mich konzentrieren. Und der hat natürlich mit der Top Gun eine Kanone drauf, die richtig gefährlich ist. Hier habe ich gesehen, dass er woanders hin zielt oder woanders hin schaut. Kann ihn aber leider nicht penetrieren. Ich habe nicht genau gesehen, wo ich ihn da getroffen habe, ob ich eventuell die Kanone getroffen habe. Und jetzt macht er hier den Fehler. Er dreht sich, um auf den Cromwell zu kommen oder auf den Spick. Und ich kann ihm das Kettenrad beschießen und ihm die Kette ziehen. Und jetzt können wir ihn hier im Track halten. Ich habe wieder auf AP umgeladen und können den Ferdi wunderbar runterschießen, beziehungsweise holen uns hier noch ein bisschen Support-Damage ab. Da unterstützen wir jetzt den Cromwell, der mit 6 Lebenspunkten nicht mehr wirklich gut aussieht. Und rommeln einfach, ohne irgendwie auf Verluste zu achten, auf den UI drauf. Bekommen da vom T37, hatten wir eine bekommen, der UI bounced. Da sehen wir natürlich, wie gut die Panzerung gegen Low-Tier-Fahrzeuge ist. Da haben wir Glück gehabt, dass der UI kein HE geschossen hat. Denn damit hätte er uns vermutlich deutlich mehr Hitpoints gezogen. So, der Spick sagte, sie soll ihm folgen. Ich möchte aber erstmal gucken, ob da oben noch der Cheeto ist. Beziehungsweise möchte hier den T25-2 rausnehmen. Und der wird aber schon von unserer nicht von der Arti, sondern vom 1375 rausgenommen. Der EKV 90B geht raus und ich schreibe jetzt, glaube ich, gleich Team Back. Oder habe ich es schon geschrieben? Ich weiß gar nicht. Ah ja, jetzt schreibe ich Back, denn ich sehe, unsere Medline ist gefallen. Es wäre also vielleicht gar nicht wirklich so gut gewesen, wenn wir da auf die Medium Line gefahren wären. Und jetzt,
Ja, T25, der wird mir noch zum Verhängnis werden. Vor allen Dingen auch dieser Schuss hier mit AP in seine Seite, dass ich den nicht penetriere. Das wird mir am Ende des Gefechts hier noch zum Verhängnis werden. Ich kann ihm jetzt noch eine reindrücken. Aber das Problem ist jetzt, unser Team ist nicht zurückgefahren. Nur der Bulldog ist mitgekommen. Und ich bin jetzt hier gegen diese zwei bzw. drei Gegner, den Chito, ziemlich unter Druck. Die versuchen mich jetzt hier zu flankieren. Dem den T71 können wir noch eine reindrücken. Und der Pilot wird es jetzt gleich erledigen. Es kommt noch ein WZ dazu. Hier sehen wir also, im Getümmel kann man dann doch auf den T32 oder generell nicht wirklich zählen. Ich glaube, genau, der WZ geht durch den Skorpion noch raus. Und hier verschieße ich total dämlich auf den T25-Piloten. Wir sehen also, es ist ein Achter, genauso wie der Ferdinand gerade, wo ich halt auch Respekt habe. Also alles, was man auf der gleichen Tierstufe mit dem T32 begegnet, muss man wirklich, also bin ich halt immer vorsichtig gewesen. Klar, es waren jetzt einfach zu viele Gegner. Wir haben zu viel Lebenspunkte jetzt in diesem Infight gelassen. Vor allen Dingen der Treffer vom WZ zweimal, der hat schon ordentlich wehgetan. Und der T25-Pilot hätte eigentlich auch schon tot sein können, wenn wir den ersten Schuss in seine Seite, ja, penetriert hätten. Aber da hat uns leider die AP-Munition in der Kette wohl im Stich gelassen. Und das ist halt leider nicht unbedingt selten, dass mir das im T32 passiert. Aber trotzdem, ich finde, schön aggressiv gespielt. Den Gegner in Form des Ferdinands, den UI und auch den T25 gut unter Druck gesetzt. Und aber auch die Übersicht behalten, dann am Ende zurückzufahren. Wir sehen jetzt auch noch auf der Minimap rechts unten, dass unser Team dann auch zurückgekommen ist. Aber halt leider zu spät, dass wir die Runde überleben. Sei es drum, wir gucken uns mal die Auswertung an. Die Runde auf Pilzen war am Ende eine zweite Klasse. Wir bekommen den Schläger, das Wirkungsfeuer und den Unterstützer und das Großkaliber. Schadenstechnisch haben wir hier wirklich ganz gut ausgeteilt. Wir sehen es, wir sind unsere Rolle als Top-Tier-Fahrzeug gerecht geworden, sage ich mal, mit 3158 Schadenspunkten, die wir hier gemacht haben. Das ist wirklich richtig gut. Der gegnerische Pilot, der uns am Ende raus nimmt mit 1830, war jetzt eigentlich für den Tier 8er Medium auch nicht so mega schlecht, muss man sagen. Zwei Kills machen wir, 1012 Erfahrungspunkte bekommen wir für diese Runde. Wir sehen also, die war einfach, was die Erfahrungspunkte angeht, wirklich ziemlich gut. Auch wenn es halt nur mit einer zweiten Klasse belohnt wird, liegt halt einfach daran, dass wir hier hauptsächlich auf Fahrzeuge, ja, maximal der gleichen Klasse in Form des Ferdinands geschossen haben. Dem Piloten haben wir noch eine reingedrückt. Aber ansonsten waren es dann eher Fahrzeuge, die auf Tier 7 oder Tier 6 unterwegs waren. Und das führt natürlich dazu, dass man nicht so viele Erfahrungspunkte bekommt. Wir haben ein bisschen APCR geschossen, aber auch nicht zu viel. Deswegen werden wir noch mit 12.000 Credits plus nach Hause geschickt. An unserer Panzerung prallen 1330 Schadenspunkte ab oder kommen nicht durch. Daran sehen wir, wie gut das Fahrzeug als Top-Tier-Heavy dann wirklich ist. Auch an der Wanne. Am Ende natürlich gegen die drei haben wir einfach keine Chance, weil ja, an der Seite und am Heck hat ein Panzer in der Regel so wenig Panzerung, dass dann auch, da kann man einfach nichts mehr machen. Da habe ich mich zu aggressiv ins Getümmel geworfen. Aber wir haben, glaube ich, dort genug Zeit geschunden, damit unser Team zurückkommt. 570 Schadenspunkte haben wir noch ermöglicht. Das war vermutlich der Kettentreffer auf den Ferdinand. Ja, genau, der wird es gewesen sein. Und am Ende sind es mit einem Sieg 1518 Erfahrungspunkte. Das ist natürlich ganz nett, weil zu dem Zeitpunkt hatte ich den M103 noch nicht freigeforscht und wollte einfach so schnell wie es geht den C32 durchhaben. Und da sind natürlich in einer Runde mit 1500 Erfahrungspunkte, solche Runden sind dann immer sehr, sehr erträglich. Das war die erste Runde, zweite Klasse als Top-Tier-Fahrzeug im T32. Jetzt kommen wir wirklich zur Abschiedsrunde. Ich habe es am Ende leider nicht geschafft, einen Panzerass zu machen. Aber die zweite Runde wird als Top-Tier-Panzer noch ein Ticken erfolgreicher als die, die wir hier gerade gesehen haben. Also dranbleiben, bis gleich.
Und da sind wir auch schon in der zweiten Runde im T32. Wir sind auf Highway und sind wieder wie angekündigt als Top-Tier-Panzer unterwegs. Es gibt also 8er, 7er und 6er Fahrzeuge. Die Verteilung ist diesmal ein bisschen anders. Ihr seht, es ist relativ ausgeglichen. Es gibt auch deutlich mehr schwere Panzer. Aber das hält mich jetzt trotzdem nicht davon ab, auf die Heavy Line zu fahren. Ich habe kurz überlegt, ob ich rüberfahre, um dort eventuell an D1 oder so mit meinem Turm zu spielen. Aber ich dachte mir, ach komm, du bist Top-Tier Heavy, da kannst du auch im T32 mal ganz klassisch in die Stadt fahren. Aber ihr seht es auch jetzt direkt, ich lade direkt die APCR-Granaten. Keine Ahnung, was ich mir dabei gedacht habe, aber ich wollte einfach ja, sicher Schaden machen und die 198 Pen sind, also die APCR sind in dem Moment eigentlich total überflüssig, aber ja, ich hatte einfach Bock auf Gold-Noob. Da erkennt mich auch noch jemand in meinem Team, der KV2 schreibt da ein bisschen mit mir. Ich habe am Anfang auch geantwortet, habe mich dann aber eher aufs Spiel konzentriert. Da links geht jetzt 59-16 auf und ein Pershing. Ich habe mich jetzt erstmal kurz hochgestellt, um zu gucken, ob ich nicht aufgehe, ob da nicht ein Scout steht, aber der 59-16 ist da unten. Jetzt der Pershing in die Seite, da habe ich wieder auf AP umgeladen, natürlich. Und hier lässt uns die Kanone auf diese doch recht große Entfernung einmal nicht im Stich. Wir können in die Seite des Pershings auch jeden Schuss treffen und auch in Schaden umwandeln. Und das ist natürlich nett. Ich habe auch öfters schon Schüsse mit der Kanone erlebt, die auf solche Entfernungen einfach mal irgendwo hingehen. Das ist dann immer ziemlich nervig. Den 59-16, da verzieht die Granate etwas. Wir können ihn ketten, aber er repariert. Sei es drum, er ist wieder offen. Aber er zieht sich leider zurück, beziehungsweise auf die andere Seite der Brücke. Aber er geht dafür raus. Ich bleibe jetzt hier noch kurz stehen, in der Hoffnung, dass der T43 mir noch vielleicht ein anderes Ziel aufmacht. Irgendein TD, der vielleicht oben auf D9 oder so steht. Aber nein, macht er nicht. Man hätte jetzt die Option, das wäre auch die deutlich sichere Variante, über die komplette K-Linie zu fahren. Ich entscheide mich jetzt hier aber an dieser Böschung von dem Weg zu bleiben. Einfach um mich als Ziel auch ein bisschen anzubieten. Ich warte jetzt hier, ob ich irgendwie aufgehe, weil normalerweise steht halt auf ED9 immer irgendwie ein Gegner und spottet hier rüber. Und die Gegner sowie der Oni von unserem Team werden dann normalerweise aufgemacht. Aber es passiert nicht und in dem Fall entscheide ich mich jetzt hier einfach aggressiv da reinzufahren. Jetzt gehen wir auf E25, flaches Profil, aber auch hier lässt mich die Kanone nicht im Stich. Wir können ihn treffen, er zieht sich zurück. Das ist gut, denn der E25 ist ein gefährlicher Gegner. VKD noch in meine Seite, kommt aber auch nicht durch. Sehr, sehr glücklich und jetzt fangen wir an, uns hier mit dem R zu beschäftigen. Ich gucke kurz nach rechts, aber dort ist niemand, der jetzt auf uns wirken kann. Und deswegen bleibe ich erstmal auf dem R drauf, kontrolliere trotzdem nach hinten, dass der T29 und der Tiger P mir dann nicht irgendwie gefährlich werden können. Und was jetzt passiert, ist eigentlich ziemlich gut, denn ich verhindere, dass der AAL und der VK auf unseren KV2 und den IS6 weiter reindrücken können. Hab hier quasi die Gegnerflanke oder den Gegnervorschuss ein bisschen aufgespalten und nutze jetzt auch einfach meine starke Panzerung, im Verhältnis zum VK natürlich, um die hier ein bisschen aufzuhalten, benutze das Frack vom AAL als Deckung. Der VK zieht sich zurück, deswegen nehme ich den Schuss auf den E25 und der der Uni nimmt den VK30 raus. Und jetzt in aller Ruhe auf den E25 den Kill setzen. Der braucht da ein bisschen lange, um sich zurückzuziehen. So, Tiger P komme ich leider nicht drauf, der fährt nach vorne. Kann also keinen weiteren Schuss auf den setzen. Überlege jetzt kurz, wie ich fahre, aber entscheide mich halt hier lang zu fahren, um ihn unter Druck zu setzen. Der Tiger P nimmt da jetzt unseren LTDB raus und auch hier sind zu viele Fracks im Weg, als dass ich eine saubere Schusslinie auf ihn drauf kriege. Aber die Fracks sind auch gut für mich, denn wenn ich da richtig ranfahre, kann ich meine relativ schwache Wanne verstecken, wo der Tiger P durchaus penetrieren könnte. Aber ich mach's nicht. Ich mache es nicht. Jetzt versuche ich ein bisschen ranzufahren. Aber der Tiger P interessiert sich gar nicht für mich. Er nimmt sich eher das weichere Ziel hinter uns. Und dementsprechend kann ich ihm jetzt hier zwei Treffer setzen und ihn am Ende auch rausnehmen. Habe zu diesem Zeitpunkt schon 3200 Schadenspunkt gemacht. Es steht 9:8. Die Runde ist durchaus noch offen, da vier unserer Fahrzeuge eingeschlossen mir in der Stadt sind. Und der Rest des Teams so ein bisschen aufgespalten ist. 4 Kills habe ich schon gemacht. Ich entscheide mich jetzt auch zurückzufahren, da auch unser Team nach Hilfe ruft.
der Tiger 1 ist gegen den IS-3 da deutlich unter Druck, denn der Tiger 1 hat zwar viel DPM, er hat auch eine gute Pen für einen Tier 7 Heavy, er kann also durchaus im IS-3 gefährlich werden, aber der IS-3 natürlich, wenn der in den Facehug mit dem Tiger geht, dann hat der Tiger relativ schlechte Chancen und vor allen Dingen kann der IS-3 auch eigentlich jeden Schuss auf den Tiger 1 in Schaden umwandeln. Ich lade jetzt hier auf APCR, um auf den IS-3 auch sicheren Schaden zu machen. Der hat noch über 550 Hitpoints und unser Tiger zwar deutlich mehr noch, aber ich will ihn natürlich unterstützen und wir können ihn sogar rausnehmen. Ich weiß nicht genau, ob es der Tiger war oder irgendjemand anders aus unserem Team. Setzt ihm quasi vorher, ganz kurz davor, noch einen Schuss. 5 Kills, jetzt will ich natürlich den Krieger haben. 3500 Schaden gemacht, habe wieder auf AP umgeladen. Und es sind noch 2 Gegner auf dem Schlachtfeld. Die Runde ist jetzt durch unser Team doch deutlich entschieden worden. Das sieht manchmal auf der Minimap anders aus, als man denkt. Und hier jetzt ganz klassisch, klar, der Skoda bewegt sich, aber die Granate fliegt dann halt doch einen Ticken zu weit nach links. Und jetzt bin ich gerade dabei, noch zu tippen und gleichzeitig zu zielen. Verschieße den nächsten Schuss. Der war wirklich jetzt schlecht gezielt von mir, beziehungsweise auch schlecht antizipiert, wo der Gegner hinfährt. Jetzt kommt gleich so eine abgehackte Nachricht von mir links unten, dass ich den Kill haben will. Beziehungsweise habe ich da einfach nicht zu Ende getippt, sondern bin dann einfach weitergefahren. Ich hatte ein bisschen Angst, dass der T-43 mir gegebenenfalls den Kill wegnimmt. Deswegen habe ich jetzt hier, glaube ich, auch relativ gesnappt auf den T-25. Genau, aber auf die relativ kurze Entfernung hat mich dann zum Glück die Kanone nicht im Stich gelassen. Unser Team hätte ansonsten in 9 Sekunden durchgekappt, beziehungsweise hätte der T-43 wohl auch durchaus noch den Kill machen können. Wobei, der hat nicht so einen hohen Alpha. Wir hätten vielleicht die Chance für einen 4. Schuss noch bekommen. Aber sei es drum, ich bekomme den Krieger. 3000 irgendwas, ich sehe es gerade nicht, 3700 Schaden. Wir gucken es uns mal in der Auswertung genauer an. Und da haben wir auch die Auswertung von dem Gefecht auf Highway. Es war eine erste Klasse. Wir wurden leider nicht belohnt mit einem Panzerass. Liegt aber auch in dieser Runde daran, dass wir einfach hauptsächlich auf Ziele geschossen haben, die in der Tierstufe unter uns stehen. Klar, der Pershing haben wir 3-mal Schaden gemacht. Wir haben auf den IS-3 1-mal Schaden gemacht und den Kill. Aber ansonsten, wenn wir uns die Liste anschauen, sind es halt 6er, 6er, 7er, 3-mal auf den 7er, 6er. Beim 5916 weiß ich gerade nicht, ob das ist auch, glaube ich, ein 6er. Und Tiger P 2-mal auf den 7er. Also, wir hätten höchstwahrscheinlich auf mindestens ein paar mehr 7er Schaden machen müssen oder vielleicht sogar einen Kill noch mehr oder einmal mehr Schaden. Hätte, hätte, Fahrradkette ist das am Ende immer. Schade ist es auf jeden Fall, denn so bleibe ich auf dem T-32 ohne ein Panzerass. Das wäre höchstwahrscheinlich irgendwann noch gekommen, wenn ich einfach den Panzer weiter grinden würde, beziehungsweise weiter fahren würde. Vielleicht auch in den Gefechten, wo wir vielleicht nur mit Tier sind, deutlich mehr APCR schießen und ein bisschen auf Glück hoffen, dass die Kanone mal alles trifft. Gut, davon kann man halt nicht immer ausgehen, aber ist auch egal. Erste Klasse war trotzdem ein sehr schönes Gefecht. Wir haben gesehen, wie aggressiv man den T-32 spielen kann gegen den AAL, gegen den VK und gegen den E-25. Gut, die haben jetzt auch keine Anstalten gemacht, uns irgendwie zu flankieren oder so. Deutlich anders als am Ende auf Pilzen in dem Gefecht. Aber trotzdem, wir haben, glaube ich, dazu beigetragen, dass die Heavy Lane nicht fällt. Denn wenn der AAL, der VK und auch der E25 dann noch mit reingedrückt wären und wir vielleicht wirklich ganz rechts auf der K-Linie gefahren wären, dann hätte das durchaus anders aussehen können. Und so haben wir einfach unseren Panzer dazwischen gestellt und den Vorstoß ein bisschen aufgespalten. Es war, wie gesagt, eine erste Klasse. Wirkungsfeuer, Großkaliber und die Top Gun für 6 Kills bekommen wir auch noch. In der detaillierten Auswertung oder im Teamscore sehen wir 3700 Schadenspunkte. Also wirklich ein hervorragender Wert für einen 8er Panzer. Nicht nur für den T-32, sondern ich glaube für jeden 8er
der so viel Schaden macht, der kann in der Runde durchaus zufrieden sein. 6 Kills am Ende auch noch, werden wir also richtig schön belohnt. Es sind nur 1168 Basiserfahrungspunkte, daran sehen wir also deutlich, da fehlt vermutlich noch was für das Panzer. Also ich tippe irgendwie ab 1200, 1250 bekommt man mit dem T32 vermutlich das Ass. Aber wie gesagt, sei es drum, wir haben unser Team super unterstützt, wir haben voll dazu beigetragen, dass wir diese Runde gewinnen und sind, glaube ich, unserer Rolle als Top-Tier-Fahrzeug entsprechend gerecht geworden. 18 Mal haben wir geschossen, davon haben wir 14 Schuss getroffen. Das ist ein ganz guter Wert für die Kanone, dass wir auch 13 Mal die Granate in Schaden umwandeln, ist, glaube ich, auch ganz gut. Wir haben diesmal nicht so viel Panzerung, also unser Panzerung hat diesmal nicht so viel abgewehrt. 405 Schadenspunkte nur, aber das ist auf jeden Fall auch in Ordnung. Der Tiger P zum Beispiel hat es ja gar nicht versucht auf uns zu schießen, sondern hat sich einfach die anderen Ziele genommen. Und natürlich ein VK3001D als Sechser, der hat halt nicht so einen hohen Alpha. Wenn der uns einmal trifft und nicht durchkommt, dann sind das, glaube ich, gerade mal 135 geblockte Schadenspunkte oder 145, was wir gesehen haben. Ist auch egal. Ermöglicht haben wir noch 378, ist jetzt auch nicht so viel. Ich glaube, wenn der Wert der Assistance-Schaden noch ein bisschen höher gewesen wäre, hätte das vielleicht auch mehr zum Panzerass beigetragen. Wir haben einen Ticken APCR geschossen, aber auch hier eigentlich nicht so viel, zumal auch der erste Schuss auf den Pershing mit APCR eigentlich völlig unnötig war. Der Schuss auf den IS-3, den wollte ich halt sicher in Schaden verwandeln. Von daher sind es trotzdem noch 32.000 Credits, die wir aus der Runde rausbekommen. Und mit Premium-Account sind es diesmal sogar 1752 Erfahrungspunkte. Tja, das ist halt der T32. Wir sehen, als Top-Tier-Heavy kann man den durchaus aggressiv spielen. Natürlich nicht einfach blind rein YOLO. Man muss immer ein bisschen gucken, wo man wie fährt, dass man seine Lebenspunkte nicht völlig wegwirft. Also nicht so wie ich am Ende auf der Pilzenrunde. Das war ein bisschen übertrieben. Aber dieser bedachte Push dort in den Vorstoß auf der Heavy Lane auf Highway, der war, glaube ich, ganz gut. Und auch, dass wir das Köpfchen bewiesen haben und unseren Tiger 1 mit dem IS-300 schützen, war auch ganz gut. Also immer mit Köpfchen fahren, aber wenn man Top-Tier-Heavy ist, durchaus auch Aggressivität beweisen, dann läuft es auch mit einem Fahrzeug wie dem T32 mal ganz gut und man wird wirklich mit schönen Runden belohnt. Trotzdem, wie am Anfang gesagt, den T32 wird dann also aus meiner Garage für längere Zeit verschwinden. Es sei denn, er bekommt irgendwann mal noch eine Veränderung, sei es ein Buff, sei es irgendwas, was den Panzer anders macht und ihn nochmal wert macht zu spielen. Ansonsten habe ich jetzt erstmal mit diesem Fahrzeug abgeschlossen. Ihr wisst ja, es ist eine der Linien, wo ich nicht wirklich gerade sehr glücklich bin. Ich weiß, dass zum Beispiel Mörb über den M103 auch sehr oft meckert, was daran liegt, dass wo das Turmdach sehr weich sein soll. Ich habe noch gar keine Meinung zum M103, von daher lasse ich mich da jetzt mal komplett überraschen, werde aber versuchen, soweit es geht, den zu entstocken, zumindest, dass ich die Top Gun irgendwie draufkriege, denn ich weiß, dass der mit Stock Gun auch mit der T32 respektive der T29 Top Gun rumfährt. Und diese Kanone, die ich jetzt schon auf dem T32 so extrem nervig fand, die will ich wirklich nicht auf dem M103 noch fahren müssen. Da könnt ihr mich dann, glaube ich, in die Anstalt einliefern. Aber das war der T32. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne ein Däumchen nach oben da. Schreibt eure Meinungen zu dem Fahrzeug gerne nochmal in die Kommentare. Gebt mir vielleicht schon mal einen kleinen Ausblick auf den M103. Und dann sehen wir uns wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao. Euer O'Hare.